Hi Leute, und hier bin ich schon wieder mit einem neuen Video von Temptation Island VIP. Habe mich direkt schick gemacht für Temptation und für euch natürlich. Und let's go! Wir hatten mega viel Spaß. Die Party ist sehr gelungen. Und der Tanz mit Vanessa war schön. Kann ich einfach in deinem Bett kurz 10 Minuten? Ich gehe danach raus. Ja, einfach schlafen. Danke. Naja, sie ist ja alleine im Bett. Da kann ja Michelle nichts sagen, oder? Von der Person her bist du unnormal sympathisch einfach. Ich mag so dieses Ösi, so den Dialekt so. Ganz ehrlich, Leute, ich mag die Michelle auch total gerne und ihren Dialekt auch. Jedes Wochenende habe ich Angst, in meine Nachrichtenanfragen reinzugehen auf Instagram, weil ich Angst hatte, dass ich von irgendwelchen Followern wieder irgendwelche Videos und Fotos und Nachrichten geschickt bekomme. Gigi ist auf jeden Fall noch zu jung, um das zu realisieren. Ich glaube, der muss erstmal noch sein Leben so ein bisschen ausleben. Genauso sehe ich das auch. Gigi ist noch viel zu jung für eine feste Beziehung. Daher rate ich der Michelle auch wirklich, lauf so schnell du kannst. Ist immer leichter gesagt als getan. Verstehe ich. Mein Traum war immer so mit 25, 26, 27 schwanger zu werden. Und dann kann ich mit noch weitere 1000 Jahre gefühlt an jemanden verschwenden, der nicht der Vater meiner Kinder sein wird. Gigi ist halt selber noch ein Kind. Gigi ist selber noch ein Kind, und wie soll ich mitten im Kind ein Kind großziehen? Ja, da hast du recht, Michelle. Bitte nicht von Gigi. Ich glaube nicht, dass du glücklich wirst. Leute, stellt euch mal vor, ich habe gelesen, dass die Queen Elisabeth mit ihren 96 Jahren jeden Tag, also seitdem sie 20 ist oder so, einen Gin getrunken hat. Und das versuche ich jetzt auch, aber nur so ein Schnapsgläschen voll. Aber wenn man es nicht gewöhnt ist, ich glaube, ich habe schon einen sitzen. Aber ist sehr gesund. Was tut man nicht alles für die Gesundheit? Also ich merke, Gigi sucht schon immer so den Kontakt zu mir. Und wo ist schon mein Bett? Oh, das war nicht geplant. Zu zweit im Schlafzimmer? Sexistisch. Der Stuhl ist ganz, ganz hoch für mich. Aber nur sexistisch und cool. Dieses coole, sexistische, top. Deswegen Temptation. Und Gigi, nur wie du letztes Mal gesagt hast, nur mit den Augen. Sexistisch schauen mit den Augen. Ich habe das Gefühl, dass zwischen Alex und Vanessa sich was entwickelt, vor allem auf emotionaler Basis. Oh, Leute, bahnt sich da was an zwischen Alex und Vanessa? Ich glaube, an Alex seiner Stelle würde ich mich das nicht getrauen. Da flippt ja die Christina komplett aus. Seine Freundin wird bestimmt ausrasten. Was sollen wir machen? Wir müssen ihm sagen. Oh, was für ein Leben. Eine auf der Hand massiert, die andere auf der Arm, beide Beine. Ich habe mich echt gefühlt so wie der kleine Prinz. Da kann man schon sagen, da kann man eigentlich nicht mehr von Dreier sprechen. Ein Fünfer? Trinken. Und dann reinbeißen. Reinbeißen. Du musst das wählen. Schwer. Aber ich höre, ich merke das gerade, dass es wählt. Weil es schwer war. Ja, ist so leicht gerade. Ich fühle mich so frei und so leicht. Die Kette vom Tommy mit dem Bilderrahmen, die steht oben. Ich sollte die mal vielleicht wiederholen, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Sandra, sicherer wäre es, also wenn du das Bild holst. Nicht, dass er noch in Vergessenheit geraten wird, wenn du so viel Boys um dich rum hast. Gibt's noch zwei Hände frei? Kann jemand mein Bein nicht so streichen? Ich bin jetzt fertig, ich kann dein Bein jetzt streichen. Ja, toll. Oh, Gigi genügt der Fünfer nicht. Er möchte einen Sechser. Gigi kriegt nie genug. Ist halt so toll. So tolle Mensch. Tag Nummer 4 und alle sind schon, wenn ich sage locker, meine ich sehr locker. So locker, dass sie sogar schon eine Massage zulassen. Ja, und am liebsten wird Gigi sagen, bitte mit Happy End. Psst, sorry, ich habe nichts gesagt. Ich glaube, Gigi bröckelt schon lange und jetzt bröckelt er einfach ein bisschen mehr. Oh, Nippel in der Gurke. Ja, mach mal auf Nippel in der Gurke. Ja, Leute, und ganz wichtig, die Nippel brauchen auch immer eine Gurkenmaske. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, aber seine Hand war auch die ganze Zeit hier bei mir. Happy End. Happy, happy End. Er wollte einfach nur mehr. Er wollte einfach nur mehr. Oh, shit. Was denn? Oh. Das ist so toll. Oh mein Gott, das war so schön. So schön. Oh mein Gott, Leute, da tut sich ja voll was in der Hose von Gigi. Ja, aber das müssen wir doch verstehen. Ist ja logisch, wenn so viele Mädels an einem rummachen. Bei dem tut sich ja schon was, wenn eine nur rummacht. Nur einen Fuß vor die Türe setzen und er geht schon fremd. Das wissen wir ja jetzt.
Liebe Frauen, ihr wartet sicherlich schon sehnlichst auf das allererste Lagerfeuer bei Temptation Island VIP. Wir sehen uns nämlich heute Abend. Ich freue mich auf euch. Weil ich halt extrem Angst davor habe. Ich habe extrem Angst davor, was ich zu sehen bekomme. Ihr könnt euch die Nervosität aufheben fürs Lagerfeuer. Heute Abend beim allerersten Lagerfeuer endlich eure Frauen zu sehen. Ich hoffe, ihr werdet nicht enttäuscht. Ja, die hat gesagt, ich hoffe... Ja. Ihr werdet nicht enttäuscht. Ihr werdet nicht enttäuscht. Ja. Wieso hofft sie das? Ja, aber irgendwas muss man ja sagen, Tommy. Genau richtig. Schlimmer wäre es ja, wenn sie gesagt hätte, ich hoffe, ihr werdet enttäuscht. Ich wusste, Temptation wird Kopfkino und Kopfgefüge. Aber so Kopfgefüge wusste ich echt nicht. Ich brauche dringend irgendwelche Bilder von Gigi, um zu wissen, okay, was geht da drüben ab? Weil mit dieser Ungewissheit, mit der kann ich gar nichts anfangen. Es würde mich verletzen, wenn ich sehe, dass er sich nicht an unsere Abmachungen hält. Lala, du weißt angeblich nichts von der anderen Dame, die ihm vor 8 Wochen noch eine Sprachnachricht geschickt hat. Welche Spannung pur, jetzt geht's schon zum ersten Lagerfeuer. Wie lange fahren die denn bitte zum Lagerfeuer? Bei Tag losgefahren und bei Nacht angekommen? Titi hat mir so viel versprochen, bevor wir hergekommen sind, dass er mir so viel beweisen möchte und mir zeigen möchte, dass ich ihm vertrauen kann und wir da wieder irgendwie in die richtige Richtung gehen können. Und diese Worte von dieser Single Lady im Interview, die ich gehört habe, haben halt irgendwie wieder auf was ganz anderes hingewiesen. Ihr habt ja auch erfahren, dass einer eurer Männer einer der Verführerinnen geschrieben hat. Jetzt wird's spannend, Leute. Jetzt bekommt die Lala endlich Gewissheit, dass ihr Liebling das war. Mit Aurelio habe ich jetzt 2 Jahre Kontakt. Das letzte Mal vor ein paar Wochen. Guck mal, seit 2 Jahren schreibst du mir, ich schreibe dir. Und jetzt plötzlich sehen wir uns hier? Hm. Denk mal drüber nach. Schock pur. Aurelio und ich, wir hatten immer dann mal eher intimeren Talk. Also sprich in die Richtung so Dirty Talk. Was er mit mir machen würde, wann er es mit mir machen würde. Also sprich Richtung Sex. Ich habe auch nie mit dir gerechnet hier. Ja, das als ist ja, vorhin so, ich dachte ja, das ist, das, es ist halt, es ist auch tatsächlich, aber... Und du hast auch in dem Moment, komm, Alter. Ja, ist ja normal. Das Interessante ist, als er mir vor ein paar Wochen geschrieben hat, habe ich halt gesehen, dass er die Funktion selbstlöschende Nachrichten eingestellt hat, was er vor 2 Jahren, als er Single war, noch nicht hatte. Ja, das weiß ich auch, dass er das eingestellt hat. Aber wusstest du das irgendwie? Ja, ich weiß, dass er hin und wieder mit Frauen schreibt, ja, da mal ein Treffen entsteht. Für ein Sexdate. Aber warum löscht er denn solche Nachrichten? Dieser Modus, den er hat, löscht ja nicht nur bei ihm seine Nachrichten, sondern automatisch bei der anderen Person auch. Und ich denke, dadurch schützt er sich ja selber. Macht dich das stutzig, dass er diese selbstlöschende Funktion aktiviert hat? Eigentlich nicht, weil ich habe auch nie Interesse daran gehabt, die Chatnachrichten von ihm und den Frauen, mit denen er schreibt, zu lesen. Das interessiert mich ja nicht. Es geht jetzt darum, was er mir da drin zeigt und ob er dazu steht. Aber ganz ehrlich, hatte die Lala nicht in der letzten Folge anders geredet? Sie würde das wissen, wenn er das wäre und mit dieser Frau geschrieben hätte oder Sprachnachrichten bekommen hätte? Ich denke, die redet sich jetzt raus. Es ist ja irgendwie peinlich. Aurelio, du warst noch nie so still wie heute Abend, kann es sein? Ja, ich war auch selten so nervös wie heute Abend, muss ich zugeben. Schlechtes Gewissen, Aurelio? Kann ich auch nachvollziehen. Also, um das klarzustellen, wenn ich mit jemandem praktisch schreibe, mit irgendeiner Frau, das passiert öfter, dann weiß sie das. Und mit sie meinst du deine Freundin Lala. Lala, genau. Richtig. Die Lala weiß ja nicht jedes Mal, mit welcher Frau ich schreibe. Sie weiß, dass ich mit Frauen schreibe. Und das ist Fakt. Wieso löschst du denn Nachrichten, die du mit ihr wechselst? Ich lösche keine Nachrichten. Nie. Da gibt es jetzt eine neue Funktion bei WhatsApp, die automatisch die Nachrichten löscht. Tja, komisch. Warum funktioniert das bei mir nicht? Bei mir löscht die Nachrichten nicht selber, wenn ich es nicht mache. Das ist ein Automatismus. Das mache ich aber nicht extra. Ich habe noch nie Nachrichten gelöscht. Brauche ich auch nicht. Du wirkst gerade aber schon ziemlich emotional. Nee, ich antworte dir. Du löcherst, ich antworte. Das freut mich, dass es ihm gut geht, ja. Ich will, dass er Spaß hat. Das tut er. Also soweit ich weiß von meiner guten Freundin, die hat es verfolgt auf Instagram, ist die Sandra immer noch in Nizza beim Tommy. Also sind die ja noch zusammen und alles wird gut gehen bei den zwei. Ich habe auch das Gefühl, die kommen alle zu mir auch ein bisschen. Ne? Ich habe das Gefühl, ja, die wollen ein bisschen alle mit mir reden. Ja, Tommy, willst du noch was zu trinken? Geh, was zu trinken? Geh, ist der besoffen? Ja, was zu trinken? Hey, du.
Wir haben alles, was wir brauchen, um uns zu besaufen. Ich habe irgendwie das Gefühl, der hat richtig Bock und ihm tut es voll gut weg zu sein für 2 Wochen. Um echt, also gar nicht böse, aber der hat so viel Spaß, da merkst du gar nicht, dass der in einer Beziehung ist. Also mein Gefühl sagt mir, die lieben sich wirklich. Also das glaube ich hundertprozentig. Die sind total verliebt ineinander. Ist nur die Frage, ob sie es so lange aushalten ohne SEX beide. Das, was die Frauen jetzt erzählen, dass er Spaß hat und ja, angeblich da als nicht vergebener rüberkommt, ist mir relativ egal, weil ich habe ja jetzt nicht wirklich irgendeine schlimme Aktion von ihm gesehen. Sehr gute Einstellung, liebe Sandra. Sandra ist ja schon eine Frau, die viel Aufmerksamkeit braucht, ne? Ja, sie braucht manchmal in meinen Augen ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit. Oh, Tommy, das ist jetzt aber nicht nett. Die meisten Frauen brauchen viel Aufmerksamkeit. Müsst ihr euch halt mehr anstrengen. Warte. Ah. Oh, im Mund. Ganz hinten drin. Wir nehmen deinen Arm weg, putain. Die sind offen, die haben Bock. Die sind aus einem Grund hier, und zwar zu feiern, habe ich so langsam das Gefühl. Hör auf, mich anzufassen. Aber da ist rot. Sandra, wenn das Tommy sieht. Sandra, werde ich knacken, indem ich auch... Los, Knacker. Das macht man ganz intelligent. Am ersten Abend hast du übertrieben. Das ist schon geil, da hat sie ihren Tommy vergessen. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass er den noch mehr vergisst. Da. Ach, ihr wisst doch, wie RTL das immer zusammenschneidet. Wenn man in so einem Format mitmacht, muss man damit rechnen, Mann. Und jeder fällt immer jedes Mal wieder drauf rein. Deine Augen sind schon krass, ne? Überhaupt nicht schlimm. Alles cool. Überhaupt nicht schlimm. Alles cool. Ich finde schon ein bisschen... Ich kann nicht mit jemandem zusammen sein, der sowas macht hinter meinem Rücken. Aber Tommy, was hat sie denn gemacht? Sie hat doch noch gar nichts gemacht. Okay, der hat sein Auge um sie gelegt. Aber im Endeffekt haben sie nicht mehr gemacht. Du sagst mir Sachen, die ich nicht machen muss, aber du machst ganz genau das und noch schlimmer. Mein Schild hat sie auch nicht mehr. Hast du gemerkt? Gar nicht. Auf gar kein Video. Ach herrje, sie hatte das Bild nicht umgehängt. Das hat er jetzt sofort gesehen. Wird die Beziehung das aushalten? Ja klar, laut Insta hat es das ausgehalten. Mir geht mehr, was sie zulässt und was sie macht. Und in meinen Augen hat sie da ein bisschen zu viel zugelassen schon jetzt. Das mit dem Streicheln geht sowieso schon gar nicht. Die hat doch niemand was gestreichelt. Sie wollte demjenigen was aus dem Gesicht. Der hatte da was. Ich denke, der größte Wackelkandidat ist Gigi. Wo viel Alkohol fließt, da fallen auch die Hemmungen. Aber ganz ehrlich, Alex, das sagt der Richtige. Ich bin mal gespannt, wie es bei dir weitergeht. Ey, ihr seid so gefährlich, Bruder. Jesus Maria. Eine Bezugsperson ist tatsächlich die Tülei, also Gesamtpaket. Ist gut. Also Gigi guckt mich schon extrem oft an und auch lange. Ja, macht immer jetzt so große Hoffnungen. Schon aus dem Gockelhahn. Oh, gefährlich, Leute. Sehr gefährlich. Nochmal, ich hab's nicht verstanden. Also, du weißt doch, wir sind voll auf Zeigen, wir schaffen das. Das Problem ist, was ich bemerkt habe. Gigi, wenn die Kamera ist nicht da, du wirst nicht abgehauen. Kleiner hässlicher Sohn, Alter. Also ich weiß, dass die absolut keine Konkurrenz für mich ist oder sonst irgendwas. Ich mache mir keine Sorgen, dass ich in irgendeiner verliebt oder sonst was. Die Aussage, die mich eher getriggert hat, war... Mit der Kamera. Ja, genau. Dass die Kameras jetzt an sind. Was wäre aber, wenn die nicht an wären. Genau. Oh, komm, Leute. Das ist jetzt doch auch wieder total falsch geschnitten. Da hat er ja über Tommy geredet. Und die Michelle denkt jetzt natürlich, der Chichi redet über sich. Ja, privat halt macht, was er will und dann aber ich trotzdem wieder zurückkommen muss zu ihm. Auf gar keinen Fall ist Stand jetzt Gigi, der Mann, mit dem ich meine Zukunft verbringen möchte. Da müsste er sich verändern und das weiß er auch. Ja, und es tut mir auch unendlich leid. Ich würde so gern nett über ihn reden, aber es geht einfach nicht so. Warum seid ihr dann noch zusammen? Weil die Liebe so groß ist. Ja, aber die emotionale Liebe. Es ist wirklich schlimm, sich manchmal zu trennen. Kann ich nachvollziehen. Sie ist ja jung. Ich war auch mal jung. Manchmal reicht Liebe allein nicht. Da hast du vollkommen recht. Ja. Ja. Michelle, wenigstens siehst du es mal. Ich hoffe nur, dass du den Absprung schaffst. Es ist nicht einfach, aber es geht. Du fragst mich, ob ich Angst habe nach dem. Ja, ich habe Angst. Ich bin King, ich bin Gigi. Ich bin King, ich bin Gigi. Deswegen, ich darf alles, ich kann alles. Alle lieben mich immer, ich bin witzig. So. Er denkt sich, er kann alles machen, was er will. Er kann keine Ahnung, was für Scheiße bauen im Fernsehen. Und die Leute werden ihn immer lieben, weil er ist ja Gigi und er ist King.
Aber es ist so peinlich, dass ich mit dem Typen noch bin. Weißt du, was ich meine? Und dann ich mir jetzt so, okay, ich möchte jetzt die Zeit mit ihm verschwenden, ne? Der eh nicht der Vater meiner Kinder wird. Ich bin davon überzeugt, dass die Michelle auf jeden Fall knackbar ist. Ich habe Titi auf Instagram blockiert. Egal, was er redet, ich bin so dumm und so scheiße. Ja, aber in sowas hast du dich verliebt, du Fisch, Alter. Bei der Michelle habe ich schon ein ganz gutes Gefühl, dass da vielleicht was gehen könnte. Du siehst aus wie Playmobil. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Oh, Lola, willst du mal ausmachen? Okay, Katz. Er macht mich zum Monster. Oh Mann, ich bin so schrecklich. Alter, das Problem ist, das ist halt nur dieses Kack. Vertrauen. Aber Chichi, was erwartest du? Sie ist halt immer noch frustriert oder überhaupt frustriert, was du alles schon gemacht hast. Sie kommt von dir nicht los, was sie gern würde und ist total mit sich selber unzufrieden. Kann man ja verstehen. Warum haltet ihr denn noch aneinander fest? Weil ich verrückt nach ihr bin. Macht sie dich glücklich? So nicht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht von Chichi, dass es ihn so mitnimmt. Aber wenn wir zusammen sind, macht sie mich glücklich. Chichi, dann bleib doch mit ihr zusammen. Wenn du in den Club gehen musst, dann nimm sie einfach mit. Hab zusammen Spaß. So hat es ja keinen Wert. Wobei, sie kann auch nicht ihr Leben lang auf dich aufpassen. Wo ist meine Whiskyflasche? Sie sind komplett besoffen. Komplett. Schlimmer als wir. Ja, Tommy, du hast es erkannt. Entweder rede ich jetzt oder ich gehe raus. Weil das ist mir zu blöd hier gerade die ganze Zeit. Bla 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 bla. Und Christina kann nicht sprechen. Und diese Opfer lassen mich nicht reden. Alter, das ist so peinlich, ne? Aber sie lässt keinen an sich ran. Das muss man ihr zugestehen. Opferweiber, sollen wir alle schlafen gehen? Eins, mal eine Schelle, damit die Fresse ein. Ich bin der Big Boss hier im Haus. Und wenn ich zu reden habe, hat jeder seinen Maulteil. Komm, und gerade diese Weiber, das sind Opferweiber. Genau das, was ich nicht hören wollte. Ne? Da. Oh, Mami. Ich glaube, das wollte keiner hören. Fatschu, Katsu. Ich dachte eher, du hattest Befürchtung, dass sie mit anderen Männern was macht. Aber da hast du es schon recht. Ziemlich assi, asozial, wie sie sich verhält. Immerhin hat nichts mit Männern. So. Die Befürchtung ist eingetroffen, dass die Christina sich asozial verhält. Und das ist peinlich. Dafür schäme ich mich. Danke. Ja. Dafür schäme ich mich. Aber mit der Zeit, als ich immer wieder diese Seiten an ihr gesehen habe, war mir das auch zu viel. Sorge ich dafür, dass Lala da rauskommt. Harte Worte von Aurelio. Zieht er das wirklich durch? Wenn meine Frau sich so verhält, möchte ich mit dieser Frau so keine Kinder haben. Vielleicht hat Alex sich auch schon etwas verguckt in seine Verführerin, die auch wirklich eine Zuckerschnude ist. Wird ihm jetzt alles zu viel? Schmeißt er hin? Oder bleibt er und nachher beendet er das? Oh Leute, ich bin so gespannt. Vanessa ist ein natürlicher Typ. Ja, extrem attraktiv auf jeden Fall. Und ja. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen ist, aber ich zum Beispiel nichts an mir machen lassen. Weißt du, was ich meine? Ja, aber künstliche Haare oder was? Warum denkst du das jetzt, dass sie künstliche Haare hat? Vielleicht hat ihr Typ einfach solche Haare. Aber wir erinnern uns, dass die Christina letztes Mal sagte, die Vanessa wäre nicht sein Typ. Sieht aber danach gar nicht aus. Also, ich habe das toleriert, dass die Christina halt so viele Eingriffe hatte in letzter Zeit. Aber ich bin dabei, sie zu bremsen. Sie soll Piano machen, weil ich habe einfach Angst, dass sie sich verunstaltet, zu sehr verbastelt. Das artet langsam zu einer Sucht aus. Vanessa ist als Gesamtpaket, als Person attraktiv, weil sie ist hübsch, elegant, wie sie sich kleidet, wie sie sich artikuliert. Aber auch lustig, humorvoll und mit ihr kann man echt sehr gut reden und philosophieren. Guck mal, wie besoffen der jetzt schon ist. Na, will er gleich noch eine Latte kriegen oder wie hat er sich das vorgestellt? Rapapapap. Was rapapapap? Seit wann? Wow. Respekt. Alter, ja. Respekt. Alex ist scheiße. Alex, da ist scheiße und der ist... Was denkst du? Du musst denken, ich nicht. Mann! Nicht falsch verstehen, ich verstehe ihren Schmerz total. Ich hab gesagt, er soll nicht trinken. Der nervt mich langsam. Okay, nochmal. Alter, wie oft denn noch? Hä? Also ich finde das ein bisschen zu viel, Vanessa. Mhm. Das wird sie unnormal verletzen. Ja.
Und wenn wir es ihm sagen. Er hat es ihm doch auch einfach aus dem Tag gesagt, ne? Er steht halt auf sie, ne? Nein, hey. So eine Amara. So eine elende. Dreckige Aber Christina, vielleicht tut's das auch mit weniger, ja, asoziale Wörter. Aber das wäre mir auch peinlich an Alex' Stelle, wie sie sich benimmt. Ekelhaft! Sowas macht man nicht. Ich habe ihm gesagt, bitte trink nicht so viel. Und das, sie ist eigentlich nicht sein Typ. Keine Ahnung, was ihn jetzt geritten hat. Die Natürlichkeit von ihr. Er hat doch alles schon gesagt. Ich wusste, dass sowas wieder passiert. Er wollte unbedingt hin. Unbedingt. Wollte eure Liebe wieder auffrischen. Das sagte er doch in der letzten Folge. Ich hab echt Angst langsam. Und das ist das Erste. Und ganz ehrlich, liebe Christina, er soll nicht viel Alkohol trinken, aber wenn du Alkohol trinkst oder wo du da getrunken hattest, war es ja noch schlimmer wie gerade mit deinen Ausdrücken. Wie bei Salvatore am Anfang. Sein Gefühl habe ich keine. Es ist, als ob er auf das komplette Gegenteil von dir stehen würde, weißt du? Wir haben sich fast geküsst, Alter. Wir haben so viele Komplimente, das ist ja nicht normal. Ich sag dir eine Sache, ich bin die loyalste Person. Ich stand von Anfang bis Ende, immer war ich an seiner Seite und habe alles mitgemacht. Und dass er für so ein Stück Scheiße mich so verletzen möchte, soll er machen. Aber dann gibt es Konsequenzen. Aber das finde ich jetzt auch nicht nett. Du kennst sie doch gar nicht. Das ist ihr Top da drin. Ihr dürft jetzt zurück in die Villa. Lasst euch von den Verführern ein bisschen ablenken. Ab jetzt sehe ich ganz anders aus. Und das mit den Schönheitsoperationen, sei mal dahingestellt, oder Unterspritzungen, wie auch immer, kann wirklich zur Sucht werden. Da muss man aufpassen. So Leute, jetzt sind wir schon wieder am Ende angelangt von dem Temptation Island VIP. Und wie es das nächste Mal weitergeht, zeige ich euch wie immer jetzt. Macht's gut, bleibt gesund. Und ihr wisst ja, das volle Programm mit Liken, Kommentieren, Abonnieren, wisst ihr ja schon. Bis dann. Ciao. Da, Mann. Wo? Ja, da. Hey, ich brauche ein Fernglas. Hä, unsere Männer sind da drüben. Ich habe gar nichts mehr gecheckt. Warum? Ich möchte in die andere Villa. Wie heute noch. Ich breche ab. Immer dieselbe. Tochter, immer dieselbe. Was? Auf was du machst, sonst knallt es, du kleine Dreckige. Ich bin geschockt, was gerade passiert ist. Es ist mein Leben.